Wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Freunde. Heute mal wieder in Lego City Undercover. Ja, lange ist es ja, dass wir mal wieder ein Lego City Undercover Video gemacht haben, aber heute ist es wieder soweit. Warum? Naja, ich habe alles in diesem Spiel gemacht. Was soll ich noch machen in Lego City Undercover? Ich habe keinen Content. Aber, Freunde, es ist eine neue Mod rausgekommen und wenn irgendwas Neues in Lego City rauskommt, dann wisst ihr, auf mich verlasst, ich bin der Erste, bei dem ihr das sehen werdet. Und zwar, die Mod ist folgende. Das ist die Kreaturen, ich glaube, die Mod heißt Transformations Mod. Damit können wir uns verschiedene Kreaturen verwandeln, wie zum Beispiel für T-Rex oder auch ein Pferd oder sonstige Kreaturen. Und ich würde sagen, wir spielen damit mal ein bisschen herum. Naja, man kann einfach eine Ziege werden. Ich wusste nicht mal, dass es Ziege ist. Oder gibt es überhaupt Ziegen in Lego City in der Cover normalerweise? Naja, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Freunde, als erstes gehen wir hier zu unseren Entenfreunden. Auch wenn das hier wahrscheinlich keine Ente ist. Und was ist jetzt hier los? Aber das ist ein schöner gelber Vogel, der passt perfekt zu den Enten. Hallo Freunde, wie geht's euch? Na, Meck, Meck, Meck. Kann ich fliegen? Ne, ich kann nicht fliegen. Okay. Egal, Freunde, einfach GTA 6. Ich bin einfach Chronologie. Jetzt müssen wir noch irgendeinen Laden finden, den wir ausrauben können. Dann ist das hier offiziell GTA 6 jetzt, Alter. Let's go. Freunde, das sieht so scuffed aus, wenn man sich mit dem Hasen bewegt. Alter, guckt euch das an. Was? Digga, Herr Hase ist einfach Sonic. Okay, Freunde, es gibt eine Frage, die essentiell ist. Kann ich mit dem fetten T-Rex von Rex endlich den Zug in Lego City Undercover stoppen? Wir werden sehen. Kann ich den Zug stoppen? Nö. Der Zug macht einfach gar nichts. RIP. So, Freunde, die Krokodile haben jetzt hier ihr Gebiet eingenommen. Ich bin jetzt hier aktiv am Schwimmen. Und guck mal, wie das Krokodil animiert ist beim Schwimmen. Ich finde das heftig. Das ist richtig gut gemacht in der Mod. Gefällt mir richtig gut. Wie die Arme und der Schwanz vom Krokodil animiert sind, genauso wie der Kopf. Richtig gut gemacht. Claps an der Stelle. Ja, und die Ziege, die läuft einfach unter Wasser. Die schwimmt nicht mal. Stark gemacht. Da gingen die Claps auch schon wieder weg. Bin gerade auf einer Hüpfburg mit einem Pferd. Ich glaube, das ist so nicht ganz richtig. Ha. Ich möchte an der Stelle einmal anmerken, wie ich einfach als Büffel oder was das ist, ganz normal hier auf der Straße laufe, als wäre ich ein Auto. So, einmal die Kurve. Sehr schön. So, guck mal, jetzt müsste ich eigentlich 451 goldene Steine haben. Weil jetzt hat Farmer Hecht noch ein Schwein. Bin jetzt hier bei meinem Artgenossen. Bin in meinem Artgenossen drinne. Alright, Bro. Und in dem Sinne würde ich sagen, Freunde, fliegen wir doch einmal zum Mond. Ich habe herausgefunden, wenn man die ganze Zeit Charakter wechselt, fliegt man einfach nach oben, bis es irgendwann aufhört. Und ich habe das Spiel kaputt gemacht, hä? Hä? Ich kann jetzt einfach Schwein aufsteigen. Ich war gerade noch das Schwein. Ja, ich kann einfach auf dem Schwein reiten. Okay, Freunde, das ist Gaft. Ich glaube, jetzt hören wir wirklich auf mit dieser netten Mod, Freunde. Dieser gelbe Vogel sagt euch Tschüss. Ich hoffe, euch hat euch wieder gefallen. Sehr geile Mod. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sneak. Ciao.